ist eigentlich richtiger Deutscher? Die Antwort scheint klar zu sein. Wer einen deutschen Pass hat, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, der ist Deutscher. Und damit das so schön übersichtlich bleibt, gilt im deutschen Recht ja auch der Grundsatz, dass man doppelte Staatsangehörigkeiten vermeiden soll. Aber ist das wirklich noch zeitgemäß? Millionen Einwanderer leben in Deutschland. Deutschland setzt auf weitere Einwanderung. Doppelte Staatsangehörigkeit, das ist auch in diesem Wahlkampf ein Streitthema. Und hier ist Selçuk Erdoğan, 34 Jahre alt. Sie sind in Deutschland geboren als Sohn türkischer Eltern und mit 20 Jahren haben sie sich einbürgern lassen. Was geschah denn dann damals mit ihrer türkischen Staatsangehörigkeit? Ja, da mussten wir zum türkischen Konsulat und den Pass, den türkischen, abgeben. Und natürlich unter bösen Blicken der Konsulatsmitarbeiter. Wenn Sie damals die Wahl gehabt hätten, wäre es Ihnen lieber gewesen, beide Staatsangehörigkeiten behalten zu können? Ja, definitiv. Also ich denke schon, dass es identitätsstiftend ist, beide Pässe zu haben. Und hätte man sich da schon dazu entscheiden können, dann wäre die Antwort auch von meiner Familie sicherlich ja gewesen. Doch es kann Probleme geben mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Wo muss gegebenenfalls der Wehrdienst geleistet werden? Und kann ein Straftäter in seine zweite Heimat flüchten und wird dann von dort nicht mehr ausgeliefert? Solche Fälle hat es gegeben. Die CDU-CSU will deshalb eine klare Entscheidung. Wir finden, dass wenn jemand nach Deutschland kommt, hier arbeiten möchte, hier leben möchte, soll er auch die Möglichkeit haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten. Aber die Einbürgerung steht am Ende eines Integrationsprozesses. Und es ist schon erforderlich, dass man sich dann, wenn man Deutscher werden will, auch klar zu Deutschland und zur deutschen Staatsangehörigkeit bekennt. Und dazu gehört eben auch, dass man seine bisherige Staatsangehörigkeit abgibt. Das Gesetz allerdings lässt jetzt schon viele Ausnahmemöglichkeiten zu. EU-Bürger beispielsweise können ihre Staatsangehörigkeiten behalten. Und wenn Drittländer sich weigern, ihre Bürger aus der Staatsangehörigkeit zu entlassen, dann können diese trotzdem in Deutschland eingebürgert werden. Die SPD will deshalb eine generelle Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft. Bereits heute wird ja in mehr als der Hälfte der Einbürgerungen doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen für ganz viele Länder, also EU-Bürger, Schweizer, Marokkaner, Tunesier, Aussiedler, ganz viele unterschiedliche Gruppierungen und bei anderen wiederum nicht. Das ist also auch eine Frage der Gerechtigkeit und es fördert auch nicht das Miteinander im Land, wenn die einen es eben dürfen und die anderen nicht. 1999 sammelten CDU und CSU 5 Millionen Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Am Ende gab es dann einen politischen Kompromiss, die Optionslösung. Seit dem Jahr 2000 erhalten Kinder ausländischer Eltern, die in Deutschland geboren werden, die deutsche Staatsangehörigkeit, müssen sich aber bis zum 23. Lebensjahr dann entscheiden für eine der beiden Staatsangehörigkeiten. Dieses Optionsrecht, diesen Optionszwang lehnen SPD, Grüne und Linke ab. Und auch die FDP hält eine Revision für möglich. Wir sind hier dringend darauf angewiesen, dass wir Talente, junge Menschen auch für Deutschland interessieren. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben überalterte Bevölkerung. Und deshalb gehört das Optionsmodell auf den Prüfstand. Wir sind offen, dass man auch durch eine quasi Doppelpasslösung diese Integrationsprozesse stärker fördern kann. Also die Optionspflicht sollten wir möglichst schnell überwinden. Sie stellt nämlich den Jugendlichen oder Heranwachsenden eine falsche Frage, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen oder die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern aufgeben sollen. Das treibt einen Keil in die Familie und das nutzt nicht der Integration. Wir haben 450.000 Kinder und Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind und denen die Staatsbürgerschaft verweigert wird. Wir wollen, dass allen, die hier geboren werden, auch das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft zusteht, ohne sich entscheiden zu müssen gegen die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht ist inzwischen hochkompliziert. Eine Vereinfachung steht an. Und es kann gut sein, dass nach der Bundestagswahl sich eine Mehrheit findet für die Zulassung der doppelten Staatsangehörigkeit.